Ich weiß nicht, ich tue so unendlich viel. Ich mache Posts auf Social Media, ich schreibe Blogtexte, ich weiß ich nicht, ich mache wirklich, ich gebe mir für jeden Artikel so krass viel Mühe. Es kostet mich so viel Zeit. Und weißt du was, Jana? Das mache ich jetzt auch schon lange. Also am Durchhalten liegt's nicht. Weißt du was, Jana? Es kommt immer noch kein Kunde. Kein Kunde in Sicht. Ich bin am Verzweifeln. Ja, hallo. Ich grüße dich sehr und hoffe, du lässt dich jetzt von der verzweifelten Stimmung nicht so anstecken. Ich begrüße dich ganz herzlich in diesem Podcast Irgendwas mit Marketing. Ich bin Jana Widowild und ja, willkommen hier. Ich beantworte nämlich deine Marketingfrage hier in diesem Podcast. Und das ist eine der Fragen, die mich erreicht haben vor wenigen Tagen, und da möchte ich gleich darauf antworten. Ja, du machst so viel. Du machst deine Posts und das ist auch alles sehr, sehr wertvoller Content. Also daran liegt es nicht. Und du bereitest es wunderbar auf. Wirklich wunderbar. Du sagst, du bist am Verzweifeln, weil kein Kunde kommt. Darf ich dir eine Gegenfrage stellen? Wer ist denn dein Kunde? Also, wie sieht denn der aus? Was ist denn das für einer? Ja, egal. Nehmen wir an, du bist Coach. Jeder, der Coaching braucht. Okay. Und worüber schreibst du deine Beiträge, deine Artikel und was veröffentlichst du? Ja, über Coaching halt, ne? Okay. Hast du schon mal deine Kunden gefragt, was sie hören wollen, lesen wollen, was sie sehen wollen von dir? Nee. Okay, pass auf. Ist ja jetzt nicht schlimm. Weißt du, was du machst? Wenn das der Fall ist und du wahnsinnig viel veröffentlichst und irgendwie immer noch nicht so die Kunden kommen, nicht die richtigen Kunden. Erstmal setzt du dich bitte hin. Noch lieber ist mir ja, zieh dein Parker an und geh spazieren. Geh raus in die Natur und frag dich dann irgendwann, wenn du ein paar Kilometer gegangen bist, was sind denn eigentlich meine Kunden? Männlein, Weiblein, alt, jung, mittel, angestellt. Welche Branche? Welches Hobby? Und jetzt sagst du wieder, hey, das ist doch total gaga. Jeder ist mein Kunde. Eigentlich, wirklich. Coaching braucht doch jeder. Ja, stimmt. Aber du musst ja erst mal rein in den Markt. Du kannst jetzt mit dem Vorschlaghammer alles zertrümmern, um dann trotzdem reinzukommen in dieses Glashausmarkt. Dann sitzt du aber im Zugigen, ja. Dann zieht's. Weißt du warum? Weil du dann wirklich jeden als Kunden bekommst. Und jeder sind vielleicht anstrengende Kunden, sind Kunden, die möglicherweise vielleicht deine Leistung nicht so wertschätzen, wie du es gerne haben möchtest, die über jeden Cent und jede Stunde und jede Minute diskutieren und dich noch nachts um 3 anrufen, weil du bist ja ihr Coach. So, willst du das? Ich nehme an, nein. Du willst Kunden, mit denen es leicht geht, mit denen es geschmeidig geht, die wie Freunde sind, die du schon lange zu kennen glaubst und die deine Leistung so unendlich wertschätzen. Weißt du, mit denen du auch super gern Zeit außerhalb der Coachingstunden verbringen möchtest, weil sie dir so sehr ans Herz gewachsen sind, dass sie, ja, wie Freunde von dir sind, die sie wirklich, wirklich, Achtung, Klischee, wirklich liebst. Vielleicht nicht so, wie du deinen Mann, deine Frau liebst, aber ja, du liebst deine Kunden. Und da ist die Arbeit leicht. Es ist fast keine Arbeit. Du kommst dir schon fast komisch vor, dass du da Geld dafür verlangen sollst. Ja, sollst du. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn du dann so gehst, ja, kannst du ja auch zum Beispiel das jetzt machen, während du den Podcast hörst. Zieh dich an und geh. Wenn es irgendwie geht, natürlich. Oder mach's morgen früh.
wenn du dann so gehst, du fragst dich und damit das Universum, hey, wer ist denn eigentlich mein Kunde? Dann erinnere dich an die Kunden, mit denen es leicht ging. Oder erinnere dich an die Kunden, mit denen es fürchterlich war. Schrecklich anstrengend, schrecklich, oh, nervig, weißt du? Wo du einfach dachtest, ich mag den Termin gar nicht haben. Und dich nicht auf den Termin gefreut hast, ja? Und dann, wenn du dich an diese erinnerst, mit denen es nicht so schön war, dann bastelst du dir einen Menschen, in deinem Kopf natürlich, der genau das Gegenteil davon ist. Und hast so deine, Marketing-Buzzword, Zielgruppe geschaffen. Ja? Deine Zielgruppe. Du weißt jetzt, wer dein bevorzugter Kunde ist. Ja, davon kommt der auch nicht zu mir. Stimmt. Und jetzt setzt du dich hin und guckst dir, wenn du wieder zu Hause bist oder im Büro bist, guckst dir mal an, was du so in den letzten Monaten an Social Media Content, an Artikeln, an Blogbeiträgen rausgegeben hast. Und jetzt guckst du mal, welcher von diesen Artikeln auf diesen Kunden passt, der dir gerade beim Laufen begegnet ist. Keiner? Okay. Dann hast du die Antwort, warum dein Lieblingskunde, warum deine Kunden immer noch nicht zu dir kommen. Sie wissen dich nicht einzuordnen. Sie erkennen dich nicht. Sie erkennen den Mehrwert nicht, das Besondere, was du ihnen bieten kannst. Ja? Und jetzt nimmst du einige von den Artikeln, wenn da wirklich keiner passt, und schreibst sie so um, dass du sie nur für diesen einen Kunden schreibst. Nur für den einen. Nur für deinen absoluten Lieblingsliebling. Du stellst dir das wirklich vor. Also setz diesen Menschen, diesen imaginären Kunden direkt vor dich hin, wenn du schreibst. Oder tu so, als würdest du es ihm erzählen. Ihr führt ein Gespräch und er hat dich etwas gefragt und du erzählst es ihm. Und dann, wenn du das eine Weile machst, noch das eine oder andere Private von dir preisgibst, ein bisschen nahbar bist, dann garantiere ich dir, dass zumindest die richtigen Leute bei dir anfragen. Und guck dir auch genau an, mit wem du eigentlich auf Social Media befreundet bist oder wer unter deinen Kontakten ist. Sind das diese Leute oder diese Kunden, für die du arbeiten möchtest? Oder sind es ganz andere, nervige, die du gar nicht haben möchtest? Dann sortiere deine Social Media Followerschaft entsprechend um. Das ist dein gutes Recht. Und guck gezielt nach diesen Leuten, mit denen du arbeiten willst, die dein Herz springen und hüpfen lassen und die deine Expertise eben wertschätzen. Und das Gleiche machst du mit deinen Blogartikeln, mit deinem Podcast und so weiter. Also du guckst dir ganz genau an, wo will ich hin? Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ich sende dir liebe Grüße aus dem Wind. Und ja, vielleicht ist dieser Wind auch gut, den Kopf durchpusten zu lassen. Also, bis bald. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Ciao, ciao, Diana.